Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Wie beim letzten Mal angekündigt, werde ich heute diese fünf schönen neuen Premium-Panzer, die ich habe, alle schön austesten. Weil unser Sortiment im Premium-Panzer ist mittlerweile doch schon sehr groß angewachsen und ich bin da echt zufrieden mit. Aber jetzt langsam reicht auch, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir eh alles geholt, was im Event drin ist. Easy. Bis auf natürlich diese permanenten Booster für XP und Erfahrung. XP und Geld. Aber ist egal. Ist egal, passiert. Davon war Skins. Richtig unnötig. Ja, habe ich nicht aufgepasst. So, wir nehmen den BZ-176, haben instant eine Runde gefunden. Und wie ihr seht, das ist genau das, was ich meinte. Es gibt so viele von diesen Scheißdingern. Und jetzt, wo ich auch weiß, dass dieser AMBT auch dazu gehört, die sieht man auch ganz oft. Das ist ja eigentlich schon übelst frech, wie viele es davon gibt, ne? Ah, die haben alle Geld ausgegeben. Alle die. Naja, wir gehen links in die Berge rein, ne? Und wir haben Booster. Wie aktiviere ich den eigentlich? 4 anscheinend. Aber X und Jet Booster. Ah ja, danke. Ja, weil das habe ich mich auch missverstanden. Ich dachte mal, das wäre ein Item gewesen, was man sich holen kann. Statt ein Medikit oder so. Aber der Panzer ist einfach generell sehr langsam. Und hat dafür dann mal als Ausgleich so einen Jet Booster. Was eigentlich total bescheuert ist, ne? Also, weiß ich ja nicht. Naja. Er ist auf jeden Fall sehr breit, der Panzer, dafür sehr flach. Das wäre auch schon öfter aufgefallen, wie breit der so ist, wenn man sich das mal so anguckt, im Vergleich zum Tiger 2. Ist schon witzig. Ganz schön langsam, der Panzer. Ist mir nie aufgefallen. Really report Progetto. Was macht er denn? Okay. Hat er ihn alleine gelassen und geflohen oder warum heute jetzt rum? Weichei. Fucking what? Okay, der Boost ist aber schon krass. Also, wenn man es nur gesehen hat, ist das einem nie so aufgefallen, wie schnell man dadurch wird. Aber das ist ja tatsächlich ziemlich gut. Holy shit. Ein BZ-176. Wahnsinn. Geladen. 23 Sekunden lädst du nach? Das ist mir nie aufgefallen, dass der Gegner so lange nachgeladen hat. Ich war immer in Stress und unter Panik. Naja, cool. Gut zu wissen. Aber wenigstens hat er da einen Nachteil. Aber dafür ist das halt dann auch echt ein krasser Knall, wenn er hittet. Muss man ja auch dazu sagen. Also den Hit will man nicht abbekommen eigentlich. Das war ja klasse, wie das passiert. Ach, Mann. Wieso? Weißt du, jetzt habe ich schon... Ach komm, das ist einfach der Zufall gewesen. Wobei, so klasse, genau wie das ist. Naja. Okay. Ich fahr mal langsam zurück, weil da oben kommen auch gerade zwei Panzer. Unser Tiger ist schon gestorben, das heißt, wir haben jetzt hier nur noch ein, zwei andere. Das wird uns echt gefährlich. Er hört sogar drauf, nice. So, wir gehen denen hier oben helfen. Alter, wie der Schaller da... Boah, habt ihr den Schuss gehört? Holy shit! Krass! Also da ballert er aber ordentlich was durch, du. Da kommt ein Skoda. Ja, drauf geschissen, Mann. Ich bin ein König jetzt mit dem Panzer. Ja. Dreht erstmal übermütig werden hier. Okay, der ist betäubt ein bisschen. Ich auch, perfekt. Ich schwör's euch, andere Spieler ballern damit 800 Damage. Ja, vielleicht
weil ich die falsche Munition drin hatte. Kann ja sein. Wobei die alle immer sagen, die HE-Munition macht sage und wogen 800 Schaden. Aber ich weiß, ich wieder nicht. Ich mache nur 150. Ist doch dumm, Mann. Ist einfach nur dumm. Naja. Aber bis jetzt eigentlich doch ganz gut. Ja, ich hab mich nicht kassiert. Wann das denn? Durch die Arti vielleicht? Weil ich hab so noch eine Seite. Ist mir gar nicht aufgefallen. Daneben. Optimal. Ein absoluter Klassiker. Ey, Junge, wie viel Pech habe ich eigentlich? Jetzt habe ich schon einen der krassesten Panzer, die ich da im Spiel jemals gesehen habe. Und kriege nur aufs Maul. Na, aufs Maul nicht. Aber verkackt nur. Was ist das denn? Wir gehen mal außen rum, damit ich die Geschwindigkeit beibehalte. Aber ist trotzdem eine ganz coole Runde gewesen. Muss man auch mal dazu sagen. Aber das Geräusch vom Schießen ist geil, ne? Also wenn der ballert, holy shit, das knallt gut rein. Das ist eine Vipera. Ha, die haben wir auch. Hier läuft eine Vipera rum, zwei AMBTs, drei BZ-176 hier, zwei BZ-176 hier. Mein Gott. Die halbe Lobby besteht aus Premium-Panzern, ey. ELC EV90 ist auch einer. Ja, Stufe 8, das sind eigentlich mittlerweile fast echt nur noch Matches. Da kannst du ohne Premium-Panzer, also nichts ausrichten, aber ist halt schon sehr auffällig, sag ich mal. Wie viele Premium-Panzer hier sind. Und jeder von denen hat mindestens 20 Euro ausgegeben. Tja, ja. Aber ich muss zugeben, die Geschwindigkeit des Panzers ist tatsächlich ein sehr krasser Nachteil. Ach, einmal muss ich mir den Schuss nochmal anhören. Weil der war geil. Ja, ist cool, der Panzer. Ist cool. Aber ich muss den auf jeden Fall noch natürlich ausgiebig testen, ne? Aber ich bin echt vorsichtig und hab. Der sieht gut aus. Oh, toll. So. Geldtechnisch, neues. Erfahrung, neues. Die Bonus-Erfahrung sammeln wir einfach mal. Aber wobei, weißt du was? Ja doch, gönn dir, scheißegal. Weil die sind ja eh täglich und ich mache das heute nichts mehr. Also passt schon. Cool. Munition ist natürlich sehr teuer bei dem, aber... Wobei die Durchschlagskraft hier höher ist, ne? Also eigentlich müsstet ihr doch dann... Ich habe das mit den Sprenggranaten noch nie so ganz verstanden. Die machen immer irgendwie weniger Damage, aber sollten eigentlich mehr machen. Also ich hab... Also... ne? Schwierig. Muss ich mir nochmal genau angucken dann, ist ja egal. Ansonsten... Ah ne, lassen wir es einfach erstmal so. Passt schon. Gehen wir als nächstes rein mit dem Vipera. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ein großes Kaliber. Mindestens 2600 Damage wegen dem Doppelten unserer HP und überleben und gewinnen. Klassiker. Hey, die Karte Flugplatz haben wir auch schon lange nicht mehr. Da passt unser Panzer sogar ganz gut rein, weil wir haben schon fast so eine Desert Camo drauf, ey. 3000 Sichtschlitze haben wir auch. Los geht's! Wo stelle ich mich denn am besten hin? Ich glaube, rechts auf dem Berg. Ach, der hat einen drehbaren Turm! LOL! Alter, ich dachte, der wär so stuck. Das ist ja echt ein Turm. Lull. Okay, vielleicht wäre die Drehturmgeschwindigkeit dann doch wichtig gewesen, ha? Huh? Ha, ist jetzt die Frage. Hätte ich mir die Drehgeschwindigkeit holen sollen oder nicht? Das geht aber eigentlich, ne? Im schlimmsten Fall tauschen wir es immer noch mal aus. Ist auch nicht so schlimm. Auch wenn die mich jetzt gerade sehen können, ich fahre trotzdem nicht hoch. Die Arti schießt auf den Scout, nice. Ja, ich habe übrigens auch mal gegoogelt, ne? Vor irgendwie 4, 5, 6 Jahren oder so war das, da wurde die Artillerie derbe genervt. Die sind jetzt wirklich nur noch als Unterstützungseinheit da. Weiß ich nicht, ob ich das gut oder schlecht finde.
Ist irgendwie verständlich, weil die haben damals echt krass dominiert, aber irgendwie auch übelst schade. Weil, naja. Die machen, finde ich, jetzt schon mittlerweile fast schon zu wenig Schaden. Alter, was für ein kranker Panzer. Jetzt, wenn ich jetzt umdrehen kann, finde ich den sogar auch wieder okay vom Aussehen her. Klingt doof, aber ist so. Ey, schießt du nicht hier hin, ey? Bruder, was ist los mit dir? Bist du bescheuert, ey? Da kommt ein Ani. Okay. 449 Damage hast du gemacht. Da bin ich mal gespannt, ob ich das auch hinkriege. 3, 2, 1 und... Daneben! Perfekt, ein Klassiker. Ach, das... Ich meine, klar, die Faktoren kommen natürlich auch, ne? Ist logisch, sowas passiert. T28, ciao. Der ist abgeprallt, der hat mich am Turm getroffen. Nice. Die Artillerie beachtet mich gar nicht, die schießt irgendwie auf den anderen Vipera, der an der Kugel steht. Auch sehr smart. Ja. Das Gute ist, wir sind immer noch so leicht geneigt, dass die können uns dann relativ schlecht sehen aus den Turmen. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen mehr Überlebenschancen hier, ey. Vor allem, ich wollte nur den einen Panzer hier haben, den BZ-176. Jetzt habe ich 5 Panzer. Das ist ja geil, ey. Ob das so eine gute Entscheidung war, ich weiß noch nicht, aber... Ich bin zufrieden damit. Achso, ich habe übrigens letztes Mal vergessen zu sagen, was die 3 Punkte sind, warum ich mir das holen wollte. Erstens, ich wollte den Panzer unbedingt haben. Weil ich das gesehen habe, wie krass der ist. Zweitens habe ich mir mittlerweile schon, seitdem ich arbeiten bin, eine Sache fest vorgenommen. Geld sparen ist eine Sache. Aber ich finde, man sollte sich ersparen für Sachen, an denen man Spaß hat und wofür man sie wirklich haben möchte. Und an Spielen ist halt mein großes Hobby und hier habe ich halt extrem Spaß dran. Warum also sich nicht ab und zu mal sowas gönnen? Sollte jeder mit seinem Geld machen, was er möchte, so, und ich finde, das ist eigentlich eine echt gute Sache. Bin ich ehrlich. Klingt vielleicht irgendwie ein bisschen dumm, aber ich finde es cool. Ganz im Ernst. Ich mache übrigens gerade gar keinen Damage hier. Das ist gut. Verfehlt? Boy. Okay. Jetzt weiß ich aber wenigstens, warum die Viperas mich immer so schnell getötet haben, wenn die nur 6 Sekunden brauchen, um das nächste Magazin-Ding so zu laden. Ist schon krass. Boah, hier regt sich aber auch wieder gar nichts, ne? Ja, entspann dich, komm. Ach lol! Ne, der Turm ist drehbar, aber hat trotzdem ein Maximum. Guck mal an. Noch interessanter. Hey, wieso treffe ich denn keinen? Was ist denn das? Ja, ja, das letzte Schuss, ich hab's verstanden. 40 Sekunden. Ja, moin. Hey. Da ist ein Scorpion G, frech. Ich habe 0 Damage. Wie kann ich das? Also, nee. Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen entgeistert von, bin ich ehrlich. Naja. Warum habe ich mich denn getroffen? Nur im Turm, ne? Ach nee, da unten ist er auch abgeprallt. Das ist nice. Oh, wen haben wir denn da? Nein, andere Richtung. Ey. Dann halt nicht. Entschuldigung. Aber das ist ein cooler Jagdpanzer, der so ein großes Sichtfeld hat. Das finde ich dann nice. So, Skorpion, geh, zeig dich doch bitte. Unser Team stirbt übrigens gerade an allen Fronten. Schwierig.
Boah, ich kann einfach hier hinten hindrehen mit dem Jagdpanzer. Krass. Och, ich sehe ihn da nicht. Wie belastend. Ah, doch. Putz, Junge. Schön unten in seine Wanne rein. Ha, du kleiner Loser. Ja, ja, sie ist okay. Oh, jetzt wollen die mich aber auch wirklich töten. Aber ich halte gut was aus, wa? 1900 Damage haben wir schon geblockt, also echt nicht schlecht, du, krass. Aber langsam wird es echt ein bisschen kritisch, wir sind langsam der letzte Überlebende, das gefällt mir nicht. Also please, BZ, komm kurz vor gucken, ich würde dich gerne einmal abschießen. Weil langsam wird es echt gefährlich. Das muss er selber schaffen, ich habe gerade gar keine Zeit dafür. Ja, Gott. Ey. Muss das? Ah, der macht mal keinen Damage, warum nicht? Ja, hallo. Da wurde ich von der Rate die geschossen. Beschossen. Ich dachte, ich treffe ihn da vielleicht. Ey, entspann dich. Ey, der kämmt immer noch da hinten, ne? Ja. Wir laden mal ganz schnell nach. Oh mein Gott. Das dachte ich mir schon. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, genau. Schießen wir mich. Ja, und dann kommen die von hinten und von der Seite. Zu viele Gegner überall. Ja, komm, machst du nichts. Aber ich habe übelst viel ausgehalten. Leco mio. Krass. Ja, ist ein bisschen belastend. Auch die Runde war nicht ganz so toll. Aber ist okay. Passt schon. Beim nächsten Mal wissen wir, der Berg ist zwar ganz in Ordnung, du triffst du von da nur nichts. Deswegen gehen wir lieber nach rechts irgendwo so hin. Sonst haben wir mich irgendwie in eine doofe Position. Als nächstes nehmen wir den AMBT, würde ich sagen. Ne, weißt du, was können wir machen? Ein schönes mittleres Ding, den Scout. Den finde ich irgendwie immer noch mitunter, ehrlich gesagt, von den Panzern, die ich in meinen Top 10, 11 dann habe, noch den langweiligsten, ehrlich gesagt. 20.000, wie teuer ist denn eine Reparatur? 10.000, ja, geht. War sogar plus. Cool. Wobei ich es frech finde, dass ich nicht noch mehr Kreditpunkte bekommen habe, weil eigentlich habe ich übelst viel ausgehalten. Ich müsste doch mindestens Abzeichen bekommen für mehr ausgehalten, als ich Leben habe, oder nicht? Naja. Live Oaks. Alter, die Karte. Ist aber jetzt schwierig zum Scouten, oder? Wobei, ich könnte durch die Mitte durchrollen. Durch den Sumpf. Habe ich noch nie gemacht. Ha. Der sieht so kacke aus, der Panzer, ne? Dieser Turm, Alter. Der sieht so unfertig aus irgendwie, weiß ich nicht. Ach, eine Vipera. Wer hätte das erwartet? Tja. Um den Motormodus umzuschalten. Huh? Was war denn das? Hier nochmal testen. Ach, wir können den komplett hochladen. Aber warum sollte ich den denn langsamer machen? Also was für ein Grund hätte das, den langsamer zu machen? Verstehe nicht. Alter, wie schnell. Moin. Wie ich werde gesehen, aber ungünstig. Scheiße, ich will nicht gesehen werden. Bitte nicht, ich mag keine Fans. Also schon, aber nicht hier. Leave me alone. Ich bin Sylvester Stallone.
So, und schau. Zwei Schuss haben wir nur. Das ist nicht viel. Aber krass, wie schnell wir unterwegs sind. Ich bin klar, es ist ein leichter Panzer, aber ich spiele die halt nie oft, die leichten Panzer. Oh. Okay, er ist tot. Passt. Außenstand direkt 30 km/h. Läuft. Krass. Also ich muss echt zugeben, so einen fixen Panzer habe ich selten gesehen. Dann fahren wir direkt mal durch die Mitte, wobei das ein Jagdpanzer. Ich habe jetzt auch quasi gar nichts gescoutet, wenn man ganz ehrlich ist, aber ist egal. Wir fahren mal irgendwie hier lang und versuchen mal die dicken Panzer von hinten irgendwie zu nerven oder so. Ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Ich versuche irgendwie zur Arti durchzukommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Boah, boom, ist voll gegen das Haus. Hoppala. Bisschen verschätzt. Okay. Das habe ich erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das ist ärgerlich. Das ist doppelt ärgerlich. Ciao, Jungs. Er hat mich trotzdem noch abgeschossen. Ja, ich weiß nicht, wie man da rumfahren soll. Deswegen sage ich ja, die Karte finde ich schwierig zu scouten, wegen dem Wasser halt. Ob ich jetzt irgendwie dann durch die Stadt fahre und dann da getötet werde oder die campen, nicht abcampen oder eine Brücke, da komme ich relativ schwer drum rum mit dem Fahren. Siehst du auch beim Ewe 90, das chillt jetzt die ganze Zeit nur. Ja. Also bis jetzt habe ich ein bisschen Pech mit den 5 Fahrzeugen, mit den Runden gehabt, aber das ist auch nicht so schlimm. Das kommt alles noch. Das wird noch mit der Zeit alles nach und nach dann besser. Hab da hohe Hoffnung drin. So, machen wir als nächstes die Vipera, würde ich... Ach Quatsch, habe ich auch schon gemacht. Den AMBT mache ich natürlich. AMBT. Boah, ich habe 80.000 Gold. Das ist schon krass. Perlenfluss. Okay. Den Panzer hier am AMBT finde ich eigentlich ganz witzig vom Aussehen her. Ha! Ein Bro! Was geht ab, Bruder, hä? Wenn wir uns hier so stehen, sehen wir eigentlich ganz schön wenig aus von den Panzern her, ne? Ha! Ich glaube, ich folge dir mal. Was machen wir denn da? Hä, das Nachladeding, was ist das denn? Ich warte ganz kurz, bis der vorbeifährt. Ich lasse ihn durch. Hä, wir laden die einzeln nach? Ach so, Leute, wir laden die einzeln nach, aber dann immer alle 3 Sekunden, um zur nächsten Munition zu wechseln. Das ist interessant. Das ist ja viel geiler als ein Magazin. Also das, was die sonst haben, wenn du sonst nämlich immer so 50 Sekunden nachlädst. Das ist ja cool. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Weil sonst wird das natürlich alles ein bisschen ändern. Aber das wäre echt geil, wenn das so wäre. Da ist ein AMBT. Wer, warum, wieso, weshalb, von wo? Ach, das ist so ein scheiß Bad-Chat oben, ne? Ach, du Schweinebacke, du. Du kleine Kackwurst, verpiss dich. Ich will hier keiner sehen. Die Reifen hinten am Turm, die nerven mich ein bisschen. Die finde ich hässlich. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Warum denn? Mann. Lass mich doch in Ruhe. Aber ich hoffe, die Schüsse sind gut, weil der hat ja nur Hardkern geschossen drin. Der muss doch eigentlich überall durchkommen, oder nicht? Ey, wer denn? Wo denn? Wieso? Sehen die mich da hinten, oder was? Nee, als ob. Da musst du doch irgendwo einen Panzer chillen, sonst sehen... Die müssen mich sehen. Also, Frechheit. Alter, es gibt 6 Jagdpanzer. Scheiße. Huch! Ja, natürlich sieht er mich wieder nicht. Frechheit.
Scheiße! Ich war zu langsam. Na komm, den will ich auch ganz kurz sehen. Jetzt sehe ich ihn wieder. Er sieht uns und schießt jetzt in die Seite rein oder so. Wetten? Das ist frech. Naja, muss er ja wissen. Warum denn? Mann! Ey, das... Der ist schon tot! Meister, sei doch nicht tot! Du bist gesehen! Ja, schwierige Situation. Muss ich ja ganz ehrlich mal anmerken. Ach, der Jagdpanzer ist auch schon down. Oh, stark. Jo, er steht da ganz offensichtlich und keiner kann ihn sehen, oder was? Nice, ich bin durchgekommen. Erzähl doch keiner, dass ich ihn sehen konnte da. Und jetzt habe ich die erst getroffen. Schade. Ja, alle Routen sind bis jetzt nicht ganz so gut, muss ich zugeben. Das ist aber der Vorführeffekt, sind neue Panzer, passt. So, da kommt der letzte, der rockt jetzt richtig ab. Die Iron Annie da. Boah, Junge, der... Wie teuer ist der mit Reparatur? 12.000. Ich konnte nicht mal mit dem Panzer schießen. Auch geil, ne? Aber die haben alle irgendwas Besonderes drin, ne? Der hat so einen Boost drin. Der hat einen komplett drehbaren Turm, trotzdem irgendwie fix so drin. Und Magazin. Der hat ein nachladbares Einzelschussmagazin, irgendwie, wie auch immer man das nennen soll. Der hier hat irgendwie so einen verschiedenen Motordings. Was kann die Iron Annie wohl besonders? Das ist ja, also, faszinierend auf jeden Fall. Die haben alle so irgendwie was Besonderes an sich. Ob ich das jetzt gut finde? Keine Ahnung. Sind interessante Sachen bei, aber... Hat auch wieder Vor- und Nachteile. Also es könnte auch zu viel dann irgendwann sein, dass du dann irgendwas Problem hast und die nicht mehr auseinanderhalten kannst. Aber genau das kann auch wieder ein Vorteil sein, dass du halt nicht jeden Panzer einfach auswendig kennst, sondern halt immer wieder überrascht bist, weil halt auch mal Sachen passieren, die du jetzt gerade nicht wieder im Kopf hattest. Ja. Wieso habe ich nicht dieses komische Abzeichen nicht da drin? Das müsste ich doch eigentlich auch haben, oder nicht? Ja, schon frech. Also Iron Annie sieht auf jeden Fall schon mal vom Panzer her sehr geil aus, würde ich sagen. Auch, dass der Panzer nochmal so eine extra Schutzschicht drumherum hat. Mega cool. Fahren wir mit hier zu dem Burask. Buraskä. Aber drei Stück von. Oh wei. Wir wirken langsam, aber eigentlich mit 44, 45 sind wir relativ gut dabei. Die sind nur deutlich schneller als Standard. Wie viele Burask gibt es denn hier? Fünf Stück insgesamt. Mein Gott. Oh, 400 Damage! Nice! Ja, natürlich zufälligerweise genau vom Jagdpanzer getroffen, in die Zwiese genommen, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, und er macht 400, immer nur 298 oder so ein Scheiß. 96. Egal. Aber ich bin jetzt von zwei Schüssen zu euch gekommen. Die Kanone ist bis jetzt ziemlich gut. Und das nur mit der normalen Munition. So wie man es eigentlich auch erwarten müsste. Dass die Malmunition mal sinnvoll ist. Und nicht totale Scheiße. Unsere Buraske sind fast alle tot schon. Perfekt, optimal, danke.
Steht sogar Schwarzenegger drauf, guck mal. Mit seiner Unterschrift, Arnold Schwarzenegger. Ist ja witzig. Nice. Würde mich interessieren, wie viel ihr da mitreden durfte zum Design des Panzers. Oh, warte mal. Okay, die kann man nicht treffen. Macht auch irgendwie Sinn. Oh oh. Ja, macht's gut, Leute. Ciao. Da ist ein D34. Aber den sehe ich eh nicht, der ist in dem Berg. Das ist schade, aber den hätte ich gerne auf Fresse gegeben. Wobei, hier ist eine kleine Lücke. Nee. Oh, guck mal. Wir sehen Kreise. Sehen wir nicht. Jetzt haben wir da so eine Position, so eine Pattsituation. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, weil wenn ich mich jetzt zeigen würde, würde ich instant sterben. Wenn ich jetzt rüberfahre, würde ich instant sterben. Und wenn ich hier links vor Scouten gehe, würde ich sterben. Also ich kann eigentlich nur warten, bis irgendjemand anders sich opfern geht, damit wir dann natürlich einen Nutzen rausziehen können. Hä? Ich wurde gescoutet? Da muss ja da hinten einer stehen. Den hat es auch aus dem Leben geschallert, den Jungen. Die mochten die wohl nicht. Oh, wir rücken vor. Alles klar, ich bin dabei. Der Even hat kassiert, der Even hat kassiert und rutscht den Berg runter. Warum denn mich? Schau, Boraski. War nett mit dir, oder? Komm schon, Arnold. Du musst jetzt irgendwas reißen. Ja, ja, die sehen mich bestimmt wieder von irgendwo. Ich habe keinen Plan, wie mich da sehen. Der Spasti ist das. Putz, Junge. Die Kanone ist gut. Willst du mich verarschen? Okay. Mhm. Die Frage ist, wie viel lebt ihr noch? Der Gerhard auf jeden Fall noch. Ja, guck ruhig nochmal, Kumpel. Spasti. Aber der Panzer ist stark bis jetzt. Der gefällt mir richtig gut. Die Kanone ist gut. Nachladezeit ist eigentlich voll in Ordnung, wenn man ganz echt drüber nachdenkt, so. Fett. Gehen wir uns noch ganz kurz ein paar Capture Points holen. Ey, der AMBT hat auch verloren. Wer hätte das erwartet, Mensch? Gut. Der wird jetzt eh killen gehen, da brauche ich gar nicht hinfahren. Ja, wir können es versuchen, aber ich werde das eh. Also er wird jetzt eh sofort einmal schießen, dann ist der RIP. Oder RAM, noch besser. Ja, und Putz tot. Ja, siehst du. Fast. Aber die Runde war okay. 1300 Damage, ein paar Hits gelandet, mindestens 4 Hits gelandet. Fand ich. Also ich finde den bis jetzt ehrlich gesagt auch echt. Also ich fand jetzt irgendwie alle 5, muss ich zugeben. Okay, gut, ja. Und der hat jetzt am besten abgeschnitten auf jeden Fall. Das muss man ja echt lassen. Oh mein Gott, gibt der viel Geld. Ha, holy shit. Alter. Einfach 92.000, Junge. Reparaturkosten einfach gar nicht vorhanden fast jetzt hier. GG, well played haben wir bekommen, nice. Krass. Also Geld war auf jeden Fall viel dabei, hätte ich nicht erwartet. Verstanden, danke.
Ja, den finde ich bis jetzt ehrlich gesagt am langweiligsten, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich bin halt überhaupt kein Fan von leichten Panzern. Aber mal gucken, wer sich so fährt. Und ab und zu, ich meine, eine Stufe 9er Panzer, je nachdem, wie viel wir scouten, mal gucken, wie viel Geld es gibt und so. Vielleicht ist er doch ganz cool. Vielleicht gewöhne ich mich auch irgendwann dran und vielleicht ist er doch echt geil. Mal gucken. AMBT. Den fand ich bis jetzt sehr interessant. Ich konnte nur noch nicht richtig ausnutzen, ehrlich gesagt. Den hier finde ich eigentlich auch bis jetzt immer noch saugeil, den wollte ich noch unbedingt haben. Und den finde ich auch geil. Ich finde 4 von 5 bis jetzt richtig nice und einen, der kann nice sein. Ich weiß es nur nicht, weil ich halt die Klasse nicht so gerne fahre. Also eigentlich bis jetzt richtig edel. Auch für den anderen, den ich gekauft habe, der Kernarovon Action, den finde ich richtig cool. Den Type, den finde ich sowieso immer noch edel, ist einer der besten Panzer, die ich jemals gespielt habe. Und ich werde den auch bis ich irgendwann mit World of Tanks aufhören werde, einfach lieben und ehren. Das ist so ein geiler Panzer. Seit 11 Jahren habe ich dieses Scheißding schon, oder seit 10, 11? Also ich habe den irgendwann später geholt, aber den habe ich schon echt lange. Ansonsten auch hier, keine Ahnung. Hier der Ding ist Super Hellcat, den finde ich auch ganz geil. Der ist aber ganz niedlich für ab und zu so. Super Pershing, den muss ich zugeben, finde ich mittelmäßig. Der ist eigentlich an sich ganz in Ordnung, aber da muss man echt Motivation drauf haben. Da finde ich über die anderen irgendwie schon fast besser. Löwe finde ich auch so geht. Ist auch ab und zu ganz nice. Und den finde ich auch geht. Also das sind so die drei, die spiele ich auch hier und da. Aber ich finde die anderen jetzt gerade schon fast noch reizender. Aber den hier finde ich richtig gut. Ja, gut, dann. Eigentlich würde jetzt die Folge zu Ende sein, aber ich würde gerne noch mal so ein, zwei Runden machen mit den Premium-Panzern, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir die alle nicht so gut ausnutzen konnten. Einmal nehmen wir noch ganz kurz den BZ-176 und gucken mal, was da passiert. Am besten gehen wir die Reihenfolge immer noch mal durch. Warum nicht? So als schöne Winterfolge, 10 Runden ist zwar viel. Bei den zukünftigen Folgen wird es wahrscheinlich immer nur 3 Runden pro Folge geben, ungefähr. Außer es passiert was Besonderes oder ich denke da nicht dran. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht zu lang wird, weil die Festplatte hat nicht ewig viel Platz gerade. Weil ich noch ziemlich viel wegrennen muss. Aber, naja. Gnadenstoß. Ja, wir müssen halt jemanden rammen immer noch. Könnten wir eigentlich jetzt ja mit dem Boost machen, ne? Hey, wo sind wir? Redshire. Die Karte sagt mir nichts. Ah, die wir gerade eben gespielt haben, nur von anderen Platz. Weil ich war ja gerade mit Startpositionen voll verwirrt, was das jetzt alles hier ist. Nee, das ist die wir gerade eben schon hatten. Oder? Doch, oder? Ja, safe. Da hinten sind die... Ja, doch, passt. Oder? Irgendwie ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, nee, ich weiß es nicht. Wo gehen denn die Heavys lang? Ich folge mal den anderen Heavys. Der eine geht rechts lang. Ich weiß es noch nicht, wo ich hingehen soll. Aber anscheinend eher rechts hin. Okay. Wir haben ja einen Boost. Krass, wir gehen auch recht richtig Gas, du. Edel. Also ich muss zugeben, den Boost habe ich derbe unterschätzt. Ja, wenn wir sterben, mal so... Das ist ein Stein. Sterben wir sofort oder so ein Scheiß? Ja, er scoutet mich zwar, aber das ist schon okay. Hui! Ja, direkt so einen Satz macht, ey. Nice. Aber ist auf jeden Fall ganz witzig, die Idee mit dem Boost. Ist mal was anderes. Aber leider natürlich die Frage ist, wie realistisch das Ganze ist, ne? Ah, geil, der ist schon tot. Hat sich ja richtig gelohnt. Ja, scheiße, Mann. Ich hätte vielleicht doch nicht hier hinfahren sollen. Wir hätten lieber verteidigen sollen oder so ein Scheiß. Ja, es ist eine totale Scheißposition hier. 7 Jagdpanzer haben die. Ach du Scheiße. Ja, Bruder, wo willst du hin, hä? Wenn du jetzt vorfährst, schießen die dich eh nur an. Siehst du, wie es hier direkt schon einschlägt? Ja, siehst du? Du kassierst direkt von ein paar Seiten. Tut das denn not, mein Freund? Na komm, zeig dich ruhig ganz kurz. Nur so eine Sekunde, fahr mal kurz hier rüber.
Komm schon, Indian-Panzer, du willst es doch auch. Ich würde jetzt gerne mal so einen 800er Hit reindrücken bei irgendwem. Ja, komm, verpisst euch, ihr ruhig, ihr Feiglinge, ey. Ja, ist mir noch zu unsicher, ehrlich gesagt. Da will ich nicht mit 24 Sekunden Nachladezeit sitzen. Panzerung nicht durchschlagen. Also ich will jetzt mal nichts sagen, aber wie oft ist bei mir so ein BZ abgeprallt? Ja, ja. Quasi nie. Hilfe! Ich werde hier attackiert. Und zwar der da bei uns stark. Bitte Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Komm schon, den schalle ich jetzt aber voll an deine Seite rein. Komm schon. Nein, nicht wegfahren. Bleib doch hier. Nein. Oh, boy. Nein, ich wollte ihn rammen. Das wär's gewesen, Mann. Haha, du Opfer, habt eine Frontpanzerung, die stark ist, so. Ungünstig. Der scheiß Ewen jetzt von hinten, dein Ernst? Nicht durchschlagen! Jetzt komm ich, werde ich von Ewen getötet, Mann. 800 hat er Vipera gemacht. Ja, genau. Ja, moin, Jungs. Ja. Aber wenigstens haben wir auch einmal so ein 800er-Hit gesetzt. Also, es ist auch möglich. Frech. Ja, ist okay, die Runde ist okay. Passt schon. Ist ein cooler Panzer, aber ich prall mehr an den Leuten ab, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Weil so oft sind die bei mir nicht abgeprallt, die BZs. Wenn ich jetzt mal ganz kurz gucke, so der Ferdinand, was für eine Panzerung hat der? Front hat der gute Herr 200, da kommt er gerade so durch. Zugegebenerweise, das passt. Und der hat 160. Wow, die Deutschen haben eine ganz schön scheiß Panzerung. Holy shit. Okay, dann... Scheiße. Und der hier? 100. Ja, moin. 150. Okay. Dann kommt er natürlich doch easy durch. Und warum ich mit den anderen, wenn die alle so niedrig sind, wieso bin ich mit denen hier nicht durchgekommen? Der hatte zum Beispiel, warte, der hat jetzt gerade zum Beispiel den Vipera gehabt. Ach, der hat natürlich 210. Danke. Das ist ja eine absolute Frechheit. Krass. Okay, die ist ja kein Pay-to-Win, ne? Nee, passt schon, passt schon. Ja gut, dann nehmen wir natürlich den Vipera und gehen rein. Junge. Krankes Ding, Mann, krankes Ding. Ey, BZ 176, ganz viele. Wer hätte das erwartet? Aber die Karte ist cool, dann stellen wir uns direkt hier rechts irgendwo hin. Und gönnen uns ein paar Hits, Junge. Mein Gott, ey. Aber ich glaube, der könnte echt nice sein, der BZ 176. In den verschiedenen Situationen ist er bestimmt richtig heftig. Also 800 Damage rausknallen, gerade auf dem 8er Level, ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, weil ist immer ein bisschen die Frage, wie die eingestuft werden in der Suchfunktion, sag ich mal. Ob wenn der jetzt im 6er Match reinkommt, ne? Da gibt's doch auch einige Panzer, die haben nicht mal 800 Leben. Tschüss, Kisten. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass er einfach einen 6er Panzer one-shotten kann? Das wäre nämlich dann bei so einem Match, wo 8er, 7er und 6er Panzer drin sind, schon ein bisschen heftig, finde ich. Nun ja. Ja, die Kurve kriegen erstmal übelst unter hier ein großer Wendekreis. Okay, der lädt halt alle 5 Schuss nach und wenn man 6 Sekunden immer für zwischen jedem einzelnen Schuss. Dieses ganze Magazinladen bin ich noch nicht so ein krasser Fan von, ehrlich gesagt. Ist zwar stark, wenn du das Nachladen hast, aber die Nachladezeit ist halt echt Killer. Vorteil, der Gegner weiß nicht, wenn du nachladen musst.
Wäre auch noch schöner. Klassiker. Du willst doch mal schießen, ne? Wo ist er denn? Wo ist denn der gute Reihenmütter? Ah, das Geräusch, wenn er nachlädt, ey. Ein Schuss noch. Ach, dann lädt halt die dicke Munition nach. Frechheit. Ich komme bei dir nicht durch und die. Ich komme bei dir auch nicht. Na egal, passt. Oh, das ist gut. Huch. Entspannt euch. Hi. Donk. Wo ist denn der durchgekommen? Ich muss jetzt mich langsam lernen, wo die Fahrsteine sind. Da rechts so in die Lücke rein. Okay, das verstehe ich aber auch. Und warum sieht der mich die ganze Zeit und ich ihn nicht? Das finde ich schon ein bisschen gemein. Aber gut, müssen die wissen. Klassiker. Sehr schön, wir kommen durch. Das ist wichtig. Ja, aber zu wenig Fläche, wo ich hätte treffen können. Tiger 2, der steht gut. Kannst du mal aufhören, auf mich zu ballern, du scheiß Rheinmetall? Ich habe schon 3000 Damage geblockt! Sichtgeräte wieder einsatzbereit. Wir sehen wieder. Oh mein Gott! Mein Gott! Ich find's gut, wie oft er abprallt. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Alter, guck dir das mal an, Junge. Ganze Panzer zerfetzt, ey. Ich steh sein Rohr da rauspieken. Ha, that's what she said. Leute, die sind ja schon beide. Dude! Ungünstig, Jungs, bin ich ehrlich. Nee! Boah, 60.000 wir bekommen für Redshire. Nice. Und jetzt, obwohl wir so mittelmäßig waren, nur. AMBT ist nicht durchgekommen. Perfekt. Ich sag's, wie ist, Jungs? Lilip! Boah, du schießt auch ein bisschen gefährlich. Ich habe 30 Sekunden nach der Zeit. Ja, jetzt ist natürlich Rippe, bin ich ganz ehrlich. Aber fliehen ist auch ein bisschen erschwert. Und solange die denken, dass ich schießen kann, ist alles gut. Weil das ist das Ding. Du kannst es halt nicht abschätzen. Und noch schießt der T28, also habe ich noch einigermaßen die Hoffnung. Die können jetzt von hinten kommen, das wäre echt stark. So, den bringen wir jetzt um. Scheiß Skorpion. Jungs, kommt schon. Was? Er sieht mich wieder nicht. Boah. Das ist halt so ein doofer Scheiß, das sehe ich immer so richtig über nie. Finde ich total frech. Ey, Jungs, ich brauche langsam Hilfe, ne? Ich sag's, wie es ist, du. Lol, die Artillerie. Ey, ja, ich finde, aber ich habe gut was gemacht hier, ja? Also ganz im Ernst, allein schon, dass ich 4000 Damage geblockt habe. Holy shit. Ach, die kämpfen hinten auch schon gegen so viele. Leute, was ist denn da passiert? Die Gegner haben ja doppelt so viel Panzer. Junge. War aber auch eine okay Runde, finde ich. Die war gut. Der Panzer gefällt mir. Also der Jagdpanzer, der Vipera ist geil. Alter, 60.000 haben wir bekommen. Nice. Krass. Dann machen wir als nächstes noch den AMBT. Den Iron... ja, doch den AMBT nochmal.
Dann den Scout nochmal. Ah, wobei, ne, warte mal, in falscher Reihenfolge. Wir hatten das gerade eben auch so gemacht. Erstmal den Scout und dann den AMBT. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz die Panzer zeigen. Jetzt haben wir schon wieder 2 Stunden hier Aufnahme. Frech. Naja, passiert. Oh Mann. Ja, vor allem, ich muss mir auch noch angucken, weil ich gucke immer nur auf die Frontpanzerung. So, es gibt ja noch Unterschied zwischen Wandpanzerung und Turmpanzerung. Ist auch nochmal ganz wichtig, alles nachzugucken. So nach und nach muss man sich halt so Stück für Stück die ganzen Werte angucken und nach ein bisschen versuchen nachzuvollziehen. Was haben wir eigentlich für eine Quest mit dem? Machen Sie ein Gegnerfahrzeug durch zerstörende Ketten bewegungsunfähig. Machen Sie ein Gegnerfahrzeug durch zerstörende Ketten bewegungsunfähig. Ihre Verbündeten müssen Schaden am von ihnen bewegungsunfähig gemachten Fahrzeug verursachen. Okay. Dann versuchen wir am besten direkt hier runterzufahren in die Pampa. Wir haben mit dem Vipera verloren. Das ist belastend, aber habe ich erwartet. Aber ich fand das eigentlich ganz okay, was wir gemacht haben. Jetzt mal ganz im Ernst. Alter, 46 Sekunden ist auch echt eine Ewigkeit. Das für 2 Schuss. Das heißt, der hat 23 Sekunden Nachladezeit für eine Kugel. Boah, Junge. Das finde ich schon heftig irgendwie. Alter, 74 km/h mal eben ganz casual so rumgefahren. Stark. Moin, Leute. Ciao, Leute. Boah, wäre ich da gecrashed, ne? Da wäre ich RIP gewesen. Safe. Oh, lol. Hoppala. Gehen wir dann immer noch nach. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Hier ist irgendwie kein einziger. Gott, der Bremsweg. Och, lol. Das ist so ein Dreifachschussding. Ich verstehe. So ein Teil ist das also. Das ist natürlich krass. Ich habe mich gerade voll verschätzt mit dem Abbiegen. Ist mir aber gerade selber aufgefallen. Aber nein, rückwärts fährt er schneller als manche andere Mediums vorwärts. Krass. Wir sind hier gerade relativ safe, deswegen würde ich sagen, wir laden mal nach. Ja, ich hätte doch lieber hier hinfahren sollen. Ich wusste nicht, dass die alle da lang gehen. Normalerweise gehen die alle eher hier in die Mitte hin. Weil. Oder halt hier oben auf dem Berg, aber meistens ziehen wir da so hin. Da ganz im Rand sind die doch selten irgendwie. Aber jetzt auf einmal natürlich alle. Weißt du, ist ja klar. Klassiker, ey. Mann, ey. Komm ich hier hoch? Hui. Nee, natürlich nicht. Oh Gott, Entschuldigung. Hallo? Du hast mich getroffen? Ich war doch wohl über der Kappe so drüber. Das ist ja frech. Ah, weiß ich nicht. Ach, frech ist dann das mit dem... Oh, oh. Ja, schieß halt noch schneller, hast recht. Ja, genau, schieß noch schneller. Was ist das denn? Ja, also ich weiß nicht, leichte Panzer finde ich halt echt scheiße. Ich mag die nicht. Dieses ganze Scouten gehen so und irgendwie dann versuchen zu überleben oder rumzugammeln, ich finde das richtig öde irgendwie, ne? So ein Jagdpanzer, Medium, Heavies, das sehe ich mich schon. Selbst Artillerie ist auch noch irgendwie okay, nur die finde ich mittlerweile auch langweilig, weil die keinen Schaden mehr machen. Tja, dann AMBC und dann noch Iron Arnie und dann sind wir durch. Dann sind wir fertig hier. Fertig. Tja. Mit einem AMBT habe ich aber ziemlich hohe Hoffnung drin, bin ich ganz ehrlich. Ja. Muss nur was passieren hier. So.
auf Fjorde. Dann gehen wir doch einfach mal auf den Hügel da, ne, wo jetzt gerade auf der Karte, also da gehen wir hin. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Los geht's! Ja, von mir aus warum nicht? Zug erstellt. Zug erstellt. Klonk, 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 klonk. So, direkt hier ganz entspannt hinrollen. Okay, der eine stirbt gerade. Ja, die sehen mich wieder, Mann. Wie komme ich denn da hoch zu dem? Ach, dahinter ist die Straße. Die ist ja frech gesetzt. Das wusste ich gar nicht, dass das die Seite für die bevorzugt ist. Ich dachte, die wäre für uns bevorzugt. Naja, gut, was willst du machen? Ja, geh mich auf den Nerven, dann sehe mich halt. Ist mir auch egal. Was soll ich denn tun? Puh. Ja, und er schießt auf mich. Und kommt natürlich dadurch, weißt du? Aber ich prall bei jedem wieder ab, ne? Es ist ein Klassiker im Spiel. Ich weiß nicht. Ich nehme ein BZ, prall vorne bei jedem Panzer ab. Der nimmt ein BZ, ich krieg Instant Hit in die Fresse rein. Da ist der Jagdpanzer, ne? Der am C noch irgendwas. Klassiker. Klar prall ich bei dem ab. Was auch sonst. Ey! Frank, wieso sehen die mich immer alle? Aber so perfekt auch, weiß ich mal. Was ist da los? Weil bei mir ploppen die immer voll spät auf, obwohl die sich auch bewegen. So aufs Maul. Alter! 1083 Damage. Einfach mal eben so. Okay, zugeben, das kann der Panzer aber gut. Ach, deswegen sehen die mich. Ich bin auch so dumm, Alter. Ich bin auch im Scout-Nier gewesen, lol. Das war ja richtig smart von mir. Holy shit. Ja. Oh, sorry, das war echt doof. Unsere Mates kommen durch, dann können wir vorpushen. Ich habe eh zwei Kugeln geladen, also wenn ich ihn erwische, dürfte ich ihn auf jeden Fall genug Damage machen. Zack. Oh. Oh, im Fahren getroffen. Alter, der MBT ist ja übel nice. Ja, die Nachladezeit ist auch hoch, aber dieses mit dem einen Schuss immer Dings, ne? Das ist halt so geil, weil den Magenmagazin musst du immer belegen. Schieße ich jetzt oder schieße ich nicht? Weil du hast ja sonst das Problem, dass du halt nicht ganz nachladen kannst. Schau. Aber hier hast du das Problem nicht. Hier kannst du schießen, wann du willst. Du lädst dir nur eine Patrone nach. Das ist ja richtig edel, der Panzer. Der ist ja übel geil. Boah. 1700 Schaden. Einfach mal eben so rausgerotzt.
vor allem dem einen mit 1083 in die Fresse geben, mit drei Schüssen hintereinander. Das sind genau die Situationen, wenn ich auf der anderen Seite bin. Ich würde das hassen. Ich würde das immer hassen. Nice. 60.000 Kreditpunkte auch direkt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also der gefällt mir wirklich gut, der Panzer. Der Vipera, der und der AMBT, ne? Das Witzige ist, hätte ich den zuerst bekommen durch die Kisten, hätte ich die anderen nie wieder geholt. Aber ich bin von Iron Arnie, AMBT und Vipera übelst krass überzeugt. Kommt einmal noch zum Abschluss die Iron Arnie spielen. Und dann haben wir's. Außerdem ist es witzig, dass wir halt einen Schwarzenegger-Panzer haben jetzt hier. Geil. Ach ja. Ich finde es übrigens witzig, ne? In den Aufnahmen selber brauche ich mal ewig, um eine Runde zu finden. Wenn ich alleine spiele, so ohne Aufnahme, was ich auch nur bei dem Spiel irgendwie mache, dann geht das aber meistens schnell. Ey. Wir sind auf dem Kloster. Mit der Iron Arnie. 11 Sekunden Nachladezeit, das finde ich aber eigentlich okay. Wir gehen mal links lang, diese kleine Schlucht, da waren wir noch gar nicht. Also hier diese Streife, die da links, rechts ist, so dieser hier. Also links von mir, rechts auf der Karte, so gesehen meine ich das. Wofür ist eigentlich die 331? Da bin ich jetzt zu wenig drin. Ich muss auch ein bisschen zugeben, ja. Arnold Schwarzenegger ist ja fast schon eher die Generation von meinen Eltern gewesen und nicht von mir. Deswegen kenne ich jetzt von dem auch halt. Ich meine, ich kenne ihn so, kenne auch so 1, 2, 3 Filme von dem. Aber ich muss natürlich auch zugeben, ich kenne ihn jetzt nicht so krass, ja. Wäre auch insane. So, eben zielen. 3, 2, 1, Schuss! Moins! Mit 52 Damage haben wir uns den gesnackt. Geil, Mann. War übrigens auch First Blood. Die machen Damage, ich kassiere Kill. Finde ich gut. Ist die Frage, ich würde echt mal wissen, so, was bringt da eigentlich wie viel? Weil man kriegt ja Sachen, also Erfahrung und Geld fürs Scouten, fürs Damage machen. Daneben. Der lebt noch? LOL! Okay. Krass. Ey, alle die Panzer, die ich angucke, sterben gerade hier. Jetzt, du. Wär's so witzig gewesen, wenn der draufgegangen wäre, ne? LOL. Ich wollte nur eine halbe Stunde eben die Panzer zeigen. Hat sich jetzt alles so... So lange rausgezögert irgendwie. Die Arti steht da einfach, lol. Aber mein lieben Jagdpanzer, wollt ihr nicht auch was tun? Da hinten? Ich meine, ihr habt den zwar gekillt hier quasi für mich, aber... Ja, was für ein Loser, Mann. Der hat nicht mal getroffen. Nein, Quatsch. Passiert dem Besten. Mir nur 30 Mal mehr als dir. Wir können jetzt Assis an denen einfach reinschieben, den Panzer. Niederlage, ja, das ist mir aber egal. Jo, erstmal drehtes Munitionslager. Wo sitzt das? Vorne, das ist ungewöhnlich. Jungs, ich sag's wie es ist. Wenn ihr jetzt nicht kommt, dann fahr ich nicht mehr. Geil, Mann. Ja, dass ich den da treffe, war aber auch schon echt mehr Luck als verstanden.
Ja, komm, guck nochmal. Du kannst dich gerne 30 mal scouten, das macht mir nichts aus. Kritischer Treffer, okay, irgendwas haben wir zerstört, aber wenigstens haben wir ihn getroffen. Oh, die Arti schießt auch drauf. Nett. Weil ich warte natürlich jetzt hier, bis wir einen Panzer nachrücken, weil sonst sterbe ich euch wieder. Das wäre ein bisschen unnötig. Ey, aber die. Also ich bin so froh, dass ich die ganz alle 5 gekriegt habe, ne? Boah, ich meine, ja, die sind teuer, aber es hat sich ehrlich gesagt, finde ich. Ich meine, recht immer 150 durch die 5, das sind 30 Euro pro Panzer gewesen. 250 Euro, das sind 50 Euro pro Panzer gewesen. Plus die Goldsache und so. Es ist schon echt. Ist schon krass irgendwie. Sowohl teuer als auch irgendwie geil. Weißt du, was mir übrigens einfällt, auch wenn der jetzt vielleicht gleich kommen könnte, beim Visier, habe ich ja hier die Ladeanzeige. Ich will gerne mal die Durchschlagsanzeige machen. Weil, das habe ich mich beim letzten Mal falsch verstanden, da zeigt mir natürlich an, ob ich dann durchkomme oder nicht durchkomme. Macht ja auch irgendwie Sinn, aber da habe ich nicht drüber nachgedacht. Nur, was mich halt stört, ist, dass einer grün, einer rot ist. Das finde ich halt ein bisschen behindert. Sorry, aber ist halt kacke. Ich könnte ihn höchstens auch so machen. Nee, wir bleiben dabei. Also sonst sehen wir, wenn der grün wird, wieder grün-rot. Ist auch weg, Kacke. Also wenn beides grün ist, dann können wir schießen, ansonsten nicht. Passiert da noch irgendwas, Jungs, oder? Lebt der eigentlich noch, der AMX? Nee, der ist gestorben. Wann das denn? Oder? Wann ist der gestorben? Ah nee, da, Batchat, BC, da 12D. Hab nichts gesagt. Hab ich ihn getroffen oder nicht? Man weiß es nicht. Nachgelötet haben wir hier. Der ist immer noch da, lol. Junge, du gehst mal in echt auf den Sack, du. Ich hab währenddessen in Munition was rumgespielt, was anderes gemacht hier. Und du bist immer noch nicht da. Junge, Junge, Junge. Das ist schon belastend. Lol. Ich sehe ihn nicht vorbeifahren, aber danach sehe ich ihn kurz. Na, stark. Jetzt stehen wir alle hier Front an Front. Hilfe, he feiert. E3. Die Ding. Ich will euch echt keinen Stress machen, Leute, aber ich was machen die, also, hier muss was passieren. Weil ich kann hier nicht weiter vorrücken. Wenn der mir in den Arsch schießt, dann bin ich genauso down. Ich hab hier Problem. An der Front kommt er mir wenigstens nicht so gut durch. Da guck mal, was da für ein Loch drin ist. Richtig geplatzt. Richtig penetriert haben sie da. Weißt du, kannst du nicht auch mal scouten irgendwie? Dass wir diese auch ab und zu so sehen, so wie er mich die ganze Zeit scoutet. Das wird auch nett. Perfekt. Scouten meinte ich übrigens mit kurz gucken, wer zurückfahren, so wie es der Batchat macht, und nicht komplett hemm reingehen. Ich meine, ich kann es verstehen. Das Ding ist halt, das sind halt zwei Jagdpanzer. Ich kann hier trotzdem nicht weg wegen dem Batchat. Wenn ich jetzt zurückfahre, dann schießt mir immer der BZ-176 in die Seite.
Aber hier ist halt der Bat-Chat. Der sich da halt genauso versteckt wie ich auch. Ah, den sehe ich nicht. Scheiße. Ich würde gerne da hinten hincrossen, wie ich mich da so hinstellen kann. Und dann versuchen kann, den ein bisschen zu ärgern, aber... Da muss ich crossen und während das mit mich die Zune in die Seite schießen, ich bin dann tot. Ist jetzt auch nicht so gut. Also ein Plan, bei dem ich draufgehe, kein guter Plan. Ja, nu? Irgendwie ist unser Team immer kleiner geworden. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hm. Das ist ja doof. Oh, der Badger ist weggefahren. Wann hat das denn gemacht? Fährt schon mal uns vorbei und stellen uns dahin. Und er kriegt nicht mehr Hit. Das ist ungünstig. Oh, shit, boy. Und dafür haben wir so lange gewartet. Ach, egal. Passiert. Gut, das Ergebnis davon ist jetzt eigentlich auch egal, weil ob gewonnen oder verloren, wir haben eh kaum was erledigt. Aber war jetzt vielleicht noch ganz okay. Aber ich muss echt sagen, so finales Ergebnis, also die Panzer, ich bin wirklich vorsichtig geholt habe tatsächlich, muss ich echt zugeben. Und jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal wirklich für lange Zeit richtig krasse, heftige, mega gute Panzer. Und ja, ist schon geil, ist schon echt geil. Also gerade diese vier, also boah, ich habe ja so eine geile Auswahl jetzt, ne? Ha, Junge. Da kann ich allein jeden Tag 20 Runden spielen, nur um die ersten Siege zu bekommen. Nur mit den Premium-Panzern. Das wird ja ein Geldfest, ich sag's euch. Geil. Und weißt du was, zum krönenden Abschluss, damit die Folge auch noch richtig schön perfekt ist, spielen wir die Maus mit schönen Hardcan-Geschossen. Huch, da fehlt ja ein Modul. Schutz vor HE-Granaten und Schutz der Besatzung vor Verletzungen, Betäubungsdauer. Da machen wir lieber das rein. Oh, Niederlage, schade. Überschwerte Spitzerschutzbeschichtung einbauen, um ein neues Zubehör einzubauen. Ist kostenlos, machen wir. Hier hast du drin... Was? Alle Besatzungsfähigkeiten muss nicht sein. Dann lieber erstmal eine Nachladezeit. Das kostet uns 10 Gold. Das ist in dem Fall tatsächlich ausnahmsweise okay, weil wir eh eine komische Summe haben. Und da setzt du bitte rein. Also ein Turbolader wäre bei der Maus, glaube ich, schon tatsächlich echt nicht verkehrt. Also rein damit. So, und die fahren wir jetzt noch zum Abschluss, weil das mein höchster Panzer ist. Witzigerweise der einzige Zehner, den ich jemals erreicht habe. Ich habe schon echt sehr viel gespielt, aber irgendwie noch nie einen Zehner außer den gehabt. Aber ich will auf jeden Fall jetzt alle... Also ich habe wirklich vor, sehr viel zu spielen in World of Tanks tatsächlich. Hab eine Menge Ich habe eine Menge geplant und ich habe eine Menge vor. So ist der Satz richtig. Ja. Weil die Maus kann auch echt ordentlich reinscheppern tatsächlich, wenn man da ein bisschen... Also wenn die Position geil ist, ist das Ding echt heftig. Hm. Ist eine okay Karte, aber ich weiß nicht, ob ich da was mit anfangen kann. Aber die Panzer gefallen mir schon mal sehr gut. Es sind viele 8er und 9er Panzer und nur 3 10er. Das ist schon geil. Da müsste ich auf jeden Fall definitiv die höchste Panzerung haben. Einzige Schwachstelle zwischen den Ketten hier vorne, da wird, glaube ich, jeder durchkommen. Aber der Panzer ist halt, also das ist ein richtiger Block einfach. Ohne Scheiß. War so viel, ich weiß auch eigentlich damals eher geplant, um auf Schienen gesetzt zu werden. Ging nur leider dann nicht so, weil der muss auch Schienen gesetzt werden, weil er echt schwer ist. Ja, ich meine, der wiegt irgendwas mit 200 Tonnen oder so ein Scheiß.
Aber in World of Tanks fährt er halt auf Ketten. Das sieht einfach nur aus wie ein Haus. Ich fahre quasi ein Haus durch die Gegend. Ein tötendes Haus. Ein sehr tödliches Haus. Und an der richtigen Position können die Gegner uns never, ever hitten. Also je nachdem, wo wir stehen, haben die gar keine Chance, bei uns durch die Panzerung durchzukommen. Wahrscheinlich schießen die jetzt genau in die Ketten von der Seite oder so ein Scheiß und machen einfach Insta-Trip. Ah, hab ich erwartet, ehrlich gesagt. Das Geile ist, unser Panzer ist auch sehr hoch. Von ordentlich unterschätzt. Also selbst über solche Dinger hier können wir drüber zielen. Das sind nämlich auch so Sachen, die viele immer ein bisschen vernachlässigen. Die Höhe eines Panzers ist auch extrem wichtig für die Art und Weise, wie er schießt, damit er sich verteidigen kann. Eben hier überall durchfahren. Guten Tag! Kann ich von hier aus irgendwas ausrichten? Nee, ne? Ja, geht so, geht so. Ich sag ja, die Karte ist eher mittelmäßig. Ich kann bestimmt viel machen, aber da muss ich meine Front zeigen. Und gerade der AMX M4 mit seinem Magazin könnte mir da echt krass viel HP klauen. Aber wir gucken mal. Schwierige Angelegenheit. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Oh, die haben die ganze Front offen gelassen. Dann gehen wir am besten mal zurück. Jungs, was ist da passiert? Schiss oder was? So, guten Tag, liebe Front. Geh doch nicht wieder dahin. Ja, kriegst du wieder. Ja, perfekt. Und du kriegst von allen Seiten aufs Maul. Na, verdient, würde ich sagen. Wenn du schon so aggressiv da rumpiekst. Das habe ich in meinen ersten Folgen gemacht, aber doch nicht jetzt. Macht man doch nicht sowas. Mhm. Ich werde trotzdem mal hier stehen, weil wie gesagt, ein Haus muss ich nicht verlieren. Und gerade die Position, wo wir hier drüber schießen können, ist schon echt edel. Okay, da läutet erstmal die Glocke. Wer sieht mich denn? Ja, moin. Okay, der schießt einen auf mich. Nett. Du willst also vorrücken, mein Freund. Bist du dir sicher? Ist das dein Ernst? Nummer Uno, down. Den Leopard kriegen wir gleich auch noch. Ja, das war klar. Und das war so klar, dass er dazwischen trifft. Siehst du, genau das meine ich. Das ist das einzige Stück, wo durchkommt. Und ich hab's genau predicted. Es ist doch genau der richtige Panzer. Genau der, den ich gesagt habe, der mir Schaden machen kann. Genau der tut's. So, ciao, Leopard. Das Gute ist, er ist fast down. Okay, da ist gerade nichts. Mein Gott, so darum geballert. Ab das? Aber ich hab's genau predicted, ohne Witz. Ja, komm mal ran, Kumpel. Ich will den Runden ziehen, gucken dir an. Kleiner Keck, ey. Hey, wo denn schon wieder? Hey, der kann doch nicht schießen. Siehst du, wo er hinschießt? Ey, ich sag's dir. Es ist exakt das, wovor ich Schiss hatte, Mann. Abpralle an den Ketten? Erzähl keinen. Okay, der ist ungünstig.
Aber ist kein Problem, das sind nur Kettentreffer. Alles easy. Das ist das, was ich meinte. Übrigens, bis auf diese eine kleine Stelle vorne, kommen die fast niemals durch bei der Maus. Und dadurch habe ich eigentlich schon echt einen krassen Vorteil. Zumindest was die Tinkies angeht. Und die Kanone ist für den 10er Panzer, finde ich, auch echt in Ordnung. Warum ich bei dem Objekt Dings hier nicht durchkomme, finde ich ein bisschen frech. Aber naja, so, jetzt ist mein Erzfeind ist down. Hallo. Das ist sehr schlecht. Das ist jetzt ungünstig. Ja, ach nee. Du siehst doch, dass meine Kette kaputt ist, Junge. Zurückziehen. Nee, sag nicht. Ich hatte eigentlich vor, so stehen zu bleiben. War eigentlich eine ganz gute Position. Arsch. So, Kumpel. Das Geile ist, mit unserer Munition hier, wir müssen kaum achten, wo wir hinschießen. Wir kommen nicht so gut wie überall durch. So ab und zu so ein 10er Panzer oder auch bei manchen Türmen, da klappt es nicht ganz so gut, aber meistens können wir einfach drauf losballern. Ja, und die können uns auf den Arsch lecken, weil die kommen bei uns nicht durch. So. Und wir treffen den wahrscheinlich trotzdem und kommen durch. Das ist richtig edel. Also die Maus ist einer der besten Panzer, die ich habe. Nee, die ist der beste Panzer sogar tatsächlich. So gesehen. Ist der einzige Ziel, den ich habe. Also rein technisch gesehen, ist es der beste. Kill bitte. Das wäre super freundlich. Schade. Noch einmal ganz kurz den Schall hören lassen. Und tada, 3 Kills. 2000 Damage ausgehalten. Maus ist einfach edel. Und die einzigen Hits, die wir kassiert haben, waren dank diesen komischen AMX. Und genau den habe ich gecallt, an exakt der Stelle, wo er hinschießen wird. Ich wusste es einfach. Warum? Weil ich ein Profi bin. So. Schon mal noch ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Der Ladeschütze ist jetzt auch geskillt genug, dass er was tun kann. Der macht jetzt auch natürlich Reparatur. Also gönn dir, mein Freund. Schön. Und das waren so eine Spezialfolgen jetzt. Wir haben 10 Gefechte mit den Premium-Panzern gespielt und eins mit der Maus. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon sehr edel. Und wir sind fast pleite. Alter, die Munition für die Maus ist halt, die ist halt RIP. Also die Maus ist halt wirklich, da machst du safe ein Minusgeschäft mit. Aber ist trotzdem mal ganz witzig, die zu spielen immer wieder. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall wieder richtig blank. Naja, passiert, ist es egal. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.